Wolken, soweit das Auge reichte. Mare und Co. waren durch die Wolken geklettert und hatten Oben erreicht. Seltsam, nicht einmal eine wolkenfreie... Nicht einmal eine willkommensfreie, wunderte sich Libidi. Lauthals. War klar. Blöde Zicke. Nun, das macht nichts. Vater Schrein liegt nicht weit von hier entfernt. Leider würde der Weg nicht so reibungslos verlaufen. Etwas Unvorhersehbares und Dramatisches war im Begriff zu geschehen. Tja. Der Schock in den Knochen. Kapitel 7.4. In Kürze werden wir meinen Vater und Papi treffen. Euer bestes Benehmen ist gefragt. Hey, musst du gerade sagen? O Papi ist also dein Vater. Das sagte ich bereits, das ist also richtig. O Papi ist mein Vater und Motimi meine Mutter. Okay. Mor, also M-O-R, heißt auf Schwedisch, glaube ich, Mutter. Vater ist großartig. Eines Tages wurde ich schwer krank. Mein Vater ist keine Sekunde von meiner Seite gewichen. Manchmal sind meine Eltern etwas überfürsorglich, nicht einfach damit umzugehen. Die Schuld dafür aber wohl bei mir liegen. Die Schuld dürfte aber wohl bei mir liegen. Ich bin einfach viel zu süß. Herzinfarkt. Ja, du bist potnässlich, aber ja. Jetzt sollten wir uns aber mit deinem Vater treffen. Ja, sollte man meinen, ne? Als wenn es denn so einfach wäre. Ach ja, stimmt ja, den kann man in der Öffentlichkeit setzen. Hatte ich vergessen. Puh, das war knapp. Hopp. Also Leute, hier im finalen Kapitel von Welt 7 kann ich euch gleich mal dazu sagen, werden wir recht genervt. Sagen wir es mal so. Was ist denn? Komm schon, wer ich zum Waschen, zum Warmduscher? Und was hast du für ein Problem? Freunde Nimbus, dann seid ihr unsere Feinde. Jetzt werdet ihr mit meinem Spiel Bekanntschaft machen. Und du wirst mit meinem großen Hammer Bekanntschaft machen. Das darf ich ja gar nicht laut sagen. Hey, meins. Was kübeln wir dafür? Doch, den Scheiß. Tja. Meine Dankbarkeit ist dir sicher. Du bist mir fremd, aber du hast mich gerettet. Redet? Also, redet. Was ist hier geschehen? Jene Monster am oben droben wie eine Seuche überflutet. Scheinen wohl Ratzen oder irgendwas zu sein. Sie wollten das Rennherz, sie benötigen es für einen gar garstigen Plan. Jene Monster suchen das reine Herz? Welch Gemeinheit! Nur Vater allein kennt den Ort, an dem das reine Herz aufbewahrt wird. Vater ist in Gefahr. Ich sollte mich eigentlich verstecken, aber wenn du Papi suchst, wirst du diesen Schlüssel brauchen. Ja, danke, Moschi, bayerisch, ne? Ja, kann ich leider nicht für dich tun. Bitte beschütze Papi. Servus. Tja, werde ich tun. Also der bayerische Nimbi, der hat uns jetzt schon mal zumindest das Weiterkommen ermöglicht. Allerdings stelle ich euch meine Garantie aus, so leicht wird es nicht mehr. Und zwar muss man drei ganz bestimmte Objekte hier in dieser, ich sag mal, Welt suchen, obwohl es ja nicht stimmt.
Ja, Luigi. Gut, dann halt nicht. Also ich verstehe, dass sie Luigis Eigenschaften hier einprogrammieren wollten, aber was zu viel ist, ist zu viel. Was es mit dem reinen Herz auf sich hat, ist aber auch was ganz Spezielles hier. Ich glaube, das habe ich zuvor schon mal in einem anderen Part erwähnt. Aber bisher glaube ich nicht, dass man das so registriert hat. Ja. Mal schauen. Ich muss vor allem schauen, wie ich das jetzt hier so zusammenschneide. Ah, ja, richtig. Den muss man hier auch befreien. Liebes Kind! Hol der Auti, Autubi! Für eure Hilfe werde ich euch ewig dankbar sein. Ich bin euch so dankbar, lasst mich im Gegensatz etwas für euch tun. Wohlgesprochen, Liebling. Vielleicht könntest du das... Du weißt schon. Nein. Das will ich nicht. Jetzt ist mir glatt mein Niveau runtergefallen. Das Niveau ist kaputt. Du weißt schon. Hol der Autubi. Ihr seid nicht nur bezaubernd, sondern auch noch clever obendrein. Oh, Liebling. Du hast sicher recht, aber das musst du mir nicht immer sagen. Lass uns aufbrechen. Bitte warte einen Moment, hol der Autubi. Autubi? Geiler Name. Das du weißt schon? Also ich hoffe, der meint jetzt nicht dasselbe, was ich meine, weil sonst kriege ich hier ganz schnell Zensurprobleme. Wo kommst denn du? Fall mal wieder her. Ach ja, richtig. Ich bitte die Verzögerung zu entschuldigen, aber das Warten hat sich gelohnt. Seht her, der oben droben Aufzug, mit ihm gelangen wir nimm bis nach oben. Und ich bediene diesen Lift zum Dank für eure Hilfe. Dürft ihn gerne verwenden. Darf ich euch nach oben bringen? Wohlan. Ab nach oben. Ja, das ist ein bisschen lästig, aber... Ja. Ich sag mal, es ist in Ordnung. Es wird erst schlimm. Und da sind wir schon. Bis zur nächsten Fahrt im oben drum Abzug. Hier sind noch einige andere Nimbys Das war der falsche. Die würden einem, glaube ich, einer davon gibt einem Items, aber ich weiß jetzt nicht leider, oder ich weiß leider nicht welcher. Ich bin aber sowieso voll, also. Kann es mir herzlich wurscht sein. Auf einem der Pantheon ist ein Laden versteckt. Ich hoffe, ich erkenne den auch wieder. Vielen Dank für deine Hilfe. Mein Name ist lautet Helbi. Also hellblau. Wir sollten uns alle bei dir für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Helbi, sag, wie geht's, Vater? Geht's ihm gut? So sprich doch. Es tut mir so leid, Libidi. Ich konnte diese Monster gar nicht davon abhalten, in seinen Schrein einzudringen. Zudem habe ich diese Unholde die Brücke zerstört, nachdem sie überquert haben. So leid es mir tut, aber im Moment ist dein Vater von jeder Hilfe abgeschnitten. Das wird dauern. Zeigt Mut, lass uns die Brücke wieder aufbauen. Möglicherweise. Um sie wieder aufzubauen, musst du Robi, Blaubi und Gelbi finden. Sehr einfallsreiche Namen möchte ich an dieser Stelle bemerken. Du musst die drei Kugeln von ihnen erhalten. Hast du die Kugeln, kannst du die Brücke wieder aufbauen. Nimm das hier und finde die anderen. Ich flehe dich an. Du musst uns helfen. Scheiß muss ich.
So, ja, richtig. Hier wäre das Podest. Und hier oben ist, glaube ich, ja, genau. Hier kann man sich einen Hotdog kaufen. Ist ganz nützlich, wenn man vor dem Kampf gegen die Arschlöcher hier keine Items mehr hat. Und das, was ich jetzt mache, das solltet ihr nie machen, wenn ihr wieder nach oben müsst. Ansonsten kann das böse enden. Und das ist ein Aufzug zum selber bedienen. Ich meine, es ist ein bisschen lästig, aber ja. Ich kann auch die Entwickler verstehen, weil grafische Oberflächen verbrauchen sehr, sehr viel Speicher. War das hier? Ja, hier ist dieser eine Sternenwind, den werde ich aber momentan noch nicht aufsammeln. Und hahaha, was sehe ich da? Einmal dritte Dimension, bitteschön. Haut ja ab! Wahnsinn. So, richtig. Hier war der erste von den Spinnern. Den erreicht man nur mit Peach. Nimm das. Und das ist sowieso Ruby. Man erkennt es schon an Rot. Der gibt dir dann ganz schön aufs Mal. Boah, sie rennen noch eine Pause. Ging das euch anstrengend, ich kann mir stehen. Boah. Hätte ich doch Fruchtzwecke gegessen. Ach du Scheiße. Huh. Eins. Einsatztruppen. Meinst du nicht der Einsatztruppen? Endlich meine Kräfte in ein Gesicht im Handy zu. Bitte. Ihr müsst sie besiegen. Ich kann nicht mehr. Ich brauche ein Bier. Na gut. Ich tu mal um das, was sie mich gebeten haben. Ich gebe denen jetzt eine aufs Maul. Oh, die Gastingwister sind nicht mehr. Ich bin Ruby. Ihr habt mich gerettet und dafür schulde ich euch Dank. Ruby, oh Papi befindet sich in Gefahr. Sag bitte, du... Sag, besitzt du die rote Kugel? Libidi, die drei Kugeln sind nichts, das man einfach so aus der Hand gibt. Und dennoch, es sind schreckliche Zeiten, nicht wahr? Und ich stehe in eurer Schuld. Hier, bitte nehmt die Kugel. Ja. Er macht sich bereit für einen neuen Ansturm. Das kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Und generell ist das auch schon alles, was man hier wissen muss. Mehr gibt's nicht zu sehen. Ja, ich meine, es geht schon noch weiter, keine Frage, aber... Was ich bis heute noch nicht so ganz verstanden habe, ist... Bowsers Schergen haben ja eigentlich nichts damit zu tun. Ach, die ist wieder zu groß für den Shit. Wie schafft man es eigentlich so konsequent dumm zu sein? Ich meine, mir sei es ja egal, jetzt wo ich ein Level up habe, aber normalerweise würde mich das konsequent aufregen. Aber was rede ich, die Typen nerven ja konsequent sowieso. Und dafür nimmt man am besten wieder Bowser. Weil der halt einfach so groß ist, fällt der nicht in die Lücken und das ist sehr, sehr schön. Weil so spart man sich doch einiges an Laufweg. Und kann sich halt auch ein bisschen freier bewegen, sage ich mal. So, hier gab es, glaube ich, noch ein Secret.
Nee, gab's nicht. Wann ihr drum? Also vom reinen System her habt ihr jetzt schon einiges gesehen und es ändert sich nicht mehr viel. Das ist das Schlimme dran. Und das Problem, was wir jetzt haben, ist konsequent einfach das, dass wir nicht weiter wissen. Also eigentlich sollte man meinen, ne? Und ich garantiere euch, ihr werdet das beim ersten Durchspielen auch nicht finden. Weil das ist so blöd gemacht. Oder besser gesagt, eigentlich schon so fies, weil das war ja Absicht. Ja, zieh halt den Hammer schneller. Und zwar ist hier oben auch noch eine Tür. Es gibt gesamt 3 von diesen Typen, wie man ja gesehen hat. Und das ist, glaube ich, der eine Raum, den ich schon kenne. Spring halt nochmal gegen denselben, weißt du? Die Sinnhaftigkeit dahinter, ja. Ist halt auch eine andere, ne? War das das, was ich glaube, dass es war, oder ist es was anderes? Nö, das ist was anderes. Der Room an sich, der ist schon ganz cool. Okay, das hatte ich jetzt vergessen. Ja, Mario kann das in den Apple Cheese ja nicht. Oder zumindest nicht in der Größe. Ihr wisst ja, normalerweise kann ja Mario... Oder wisst ihr was? Jetzt weiß ich auch, was kommt. Das zeige ich jetzt noch mit Luigi auch noch. Weil das habt ihr ja noch nie gesehen. Riesen-Luigi ist wesentlich schneller, kann höher springen und ich glaube, bei ihm hält es auch ein Stückchen länger. Ich meine, es sieht zwar aus wie Mario, weil Luigi und Mario damals wirklich gleich aussahen, aber ihr seht schon, Luigi kann ein bisschen schneller rennen. Zumindest fühlt sich so an, ich weiß nicht wieso. Weil mit ihm geht sich das genau aus. Und wie ich das mit Mario gemacht habe, ist sich das nicht genau ausgegangen. Und hier haben wir den Feigling unter denen. Sind sie verschwunden? Ist die Gefahr gebannt? Kann ich aus dem Versteck kommen? Übrigens, wer bist du? Mario. Mario, was für ein lächerlicher Name. Du bist ein Monster. Du willst mich in das Licht führen, um mich herauszulocken. Ja, man kann hier mehrere Antwortmöglichkeiten geben. Oh, Papi, das kann nicht stimmen. Du willst mich nicht täuschen, Monster aus unten drunten. Du willst mich herauslocken, um mich danach zu fangen. Ja, man muss natürlich antworten, ein Monster. Wer bist du? Ein Monster? Du lügst. Kein Monster würde zugeben, ein Monster zu sein. Das würde ja bedeuten, dass du kein Monster bist. Sei gegrüßt, ich bin Gelbi. Ich nehme an, du kamst, um mich zu retten. Stimmt so, ja. Wir müssen die Brücke wieder aufbauen, um Papi zu gelangen. Dazu benötigen wir in deinem Besitz befindliche gelbe Kugel. Gib sie uns. Falls nicht, berichten wir allen, wie lange du in deinem Versteck gekauert hast. Libidi, ich werde alles tun, was du verlangst, holde Libidi. Gib her den Scheiß. Ich hätte mich nicht wie ein gemeiner Feigling verstecken sollen. Ich werde mich aufmachen, um den anderen zu helfen. Bitte sehr vorsichtig. Tja. Wir können leider nicht auf die Toilette. Das geht nicht. Ich muss mich jetzt nur ein bisschen beeilen, weil der Part ist gleich wieder vorbei. Also 4 Minuten, 3 Minuten. So ungefähr noch. Kann halt leider auch nicht ewig andauern. Und ich möchte nicht immer von Part zu Part umschneiden. Also blöd wäre es halt schon, wenn es nicht ausgehen würde. Es fehlt nur mehr einer und das, glaubt mir, ist der beschissenste, den es gibt. Den zu finden ist ja allein schon ein Krampf.
Und zwar hat den seine Geschichte auch mit der dritten Dimension zu tun. Allerdings ist er nicht hier, sondern ganz am Anfang. Was natürlich auch wieder aufregt. Der ist nämlich da, wo wir den ersten Nimbi gefunden haben. War es ein Nimbi? Ja, ich glaube, es war ein Nimbi. Ja, das war das. Hier hätten wir zwar auch am Anfang schon hingekonnt, aber es hätte halt nichts gebracht. Die Lauferei in der Welt ist ja generell. Ja, ich sag nichts dazu. Ups, nein, das wollte ich nicht. Das kriegt auch nur ein Luigi hin. Neue Beleidigung des Jahres. Du bist so ein Luigi. Okay. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie die blöden Viecher heißen. So, das ist der letzte. Das ist Blaubi. Ich danke dir. Es scheint mir fast, als hättest du mich lang ins Leben zurückgeholt. Moment, was habe ich eigentlich da verloren? Wer bin ich denn überhaupt? Wo bin ich? Hat mir Amnesie befallen. Warum habe ich so auf einmal so einen österreichischen Akzent? Wo bin ich? Wann? Was? Moment, ich weiß schon wieder, wer ich bin. Ich bin der Blobi. Bist endlich aufgewacht, Blödi. Wir sind in Eile. Wir müssen schleunigst zu Papis Schrein. Gib uns zuvor deine Kugel. Oh, natürlich. Verstehe, Monster oben drüben angegriffen. Und der Papi ist in einer großen Gefahr. Sprichst du die Wahrheit? Gibt's keine Zeit zu verlieren. Hier, nimmt's es. Okay. Ich kann nicht verweilen. Ich muss sehen, was geschehen. Leb wohl, Billy. Ja, ich werde mir jetzt den nächstbesten Speicherblock suchen und werde den Part beenden. So sieht's aus. Ich hoffe, der ist sowieso gleich um die Ecke. Im nächsten Part ist dann Mark vermutlich wieder mit dabei. Ah, ich glaube, neben dem, also Leute, nächster Part, Marc, wir starten direkt bei der Brücke, weil wir haben ja sowieso alle drei, ja. Und normalerweise hätte man warten müssen, also selbst wenn man den Blauen am Anfang gerettet hätte, dann hätte man die anderen zwei Eier holen müssen und zu ihm zurückgemusst, weil der erinnert sich nämlich erst, wenn man die anderen beiden hat. Sprich, es geht nicht anders. Leute, habe die Game Engineers, das war der kürzeste Weg. Wir haben extra im Internet nachgeschaut, wie das geht. Servus.